Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit. Schau mal rein und wir haben hier ein Fahrzeug beim Caravan Salon Düsseldorf gefunden, den wir euch auf jeden Fall mal vorstellen wollen. Das ist der Cosmos L105. Genau, wollte ich gerade sagen. Ein teilintegrierter. Und er hat ein ganz besonderes Raumkonzept und das wollen wir euch einfach mal zeigen. Wir schauen mal rein, so wie ihr es tun würdet, wenn ihr auf die Messe kommt. Und in diesem Sinne, wann geht's los? Nach dem Intro. So, dann schauen wir doch mal rein. Ja, also du kommst natürlich gleich hier in dein Wohnzimmer. Das ist natürlich schön gemacht. Also das heißt, wir haben das Heck hier hinten und das Ganze ist halt eine reine, ja, Sitzfläche. Aber das Ganze kann man natürlich auch ausklappen oder umklappen, muss man ja zur Liegefläche, weil du musst ja auch schlafen, beziehungsweise, nee, da ist das Bett hier oben. Hier oben ist das Bett. Ne, das ist ja immer so, wir schauen mal rein. Also ihr seht es ja mit uns das erste Mal. Das heißt, du lässt das Ganze hier ab. Hier gibt es eine Leiter dazu. Und dann kannst du dann im Prinzip hier drinne, ja, schlafen. So, das sind die Flächen. Ja klar, muss man eins sagen. Ist jetzt nicht riesig. Also hier hast du nicht so viel Staumöglichkeiten. Die sind zwar relativ tief, aber eins steht auf jeden Fall fest. So viel Höhe hast du nicht. In der Ecke nochmal eine Staumöglichkeit. Dann haben wir hier unten wohl noch eine Erweiterung, dass man hier mal was ablegen kann. Das ist ganz nett gemacht, hat man auf jeden Fall mit nachgedacht. Hier haben wir noch Fächer, Fähr- und Entsorgung nicht, aber Fächer, wo man vielleicht noch Schuhe reinschmeißen kann. So, soll keiner drüber stolpern. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie eine Fußbodenheizung, der Schalter hier. Ich probiere es jetzt natürlich nicht aus. Cool. Mülleimer. Dann haben wir hier schönes Fach zum Ausziehen. Ja, klar, das klackt dann dagegen. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Gasventile haben wir hier. Dann kommen wir in den Bereich Schubladen. Die sind schön tief. Und hier unten haben wir wieder eine Klappe und ein Fach zum Ausziehen. So ein kleiner Mini-Apotheker. So, dann natürlich haben wir hier das Kochfeld und noch das Waschbecken. In dem Bereich ist auch gleich ein Fenster noch verbaut. Und wir haben hier gleich die Möglichkeiten, viel Staufläche für den Küchenbereich noch zu haben. Also Teller und so weiter, die passen dahin. Ja, wer es braucht, Backofen. Wir haben den Omnia. Aber es ist natürlich trotzdem eine gute Sache, wenn man auch einen Backofen hat. Irgendwie ist es ja lustig, aber die Frage ist, braucht man es nicht? Das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Ein Tower-Kühlschrank, der von Tedford, haben meine Eltern auch. Ist eine schöne Sache, läuft gut, gibt es nicht so viel zu meckern dazu, auf jeden Fall, der läuft ganz gut. Vorne im Fahrerhaus Ablagemöglichkeiten, oberhalb. Fiat-Cockpit, ist klar, auch nichts großartig zuzusagen. Hier könnte man nochmal schnell, ich sag mal, eine Brotzeit machen. Also das heißt auch im vorderen Bereich, das ist zu nutzen oder kann man nutzen. Und dann haben wir hier das Bad. Das Bad ist wirklich relativ groß. Da seht ihr mich. Dann gucken wir erstmal hier uns die Stauflächen an. So. Da oben Staumöglichkeiten. Hier Staumöglichkeiten an der Seite. Eins ist natürlich nicht abgedeckt. Die Toilette von Tedford. Dann das Waschbecken. Ich denke, das ist hier klappbar. Jawohl, ist es auch. Man macht den an der Seite und dann schiebt man das rum. Und dann hast du einen schönen großen Duschbereich.
Also wirklich groß. Hier habe ich gesehen, sind noch Lamellen in der Tür. Die kannst du dann wohl noch hier weiter erweitern, dass du bis hier vorne vor alles zu hast. Und dann haben wir hier vorne noch einen kleinen Schrank. Naja, für Toilettenpapier und so weiter läuft das auf jeden Fall auch. Ja, dann müssen wir nochmal von außen gucken. Wie sieht da von außen aus, der Wagen? Und dann könnt ihr euch selbst nochmal ein Bild darüber machen. Im Eingangsbereich habe ich noch was vergessen. Hier habt ihr Schlappenmöglichkeit noch wegzupacken. Und natürlich gibt es hier noch den Mülleimer. Und in der Tür ist auch ein Fenster drin. Ja, dann gucken wir nochmal von außen, habe ich gesagt. Klar, von vorne Fiat. Und ja, von der Seite natürlich noch Versorgungsklappen. Da kommen wir jetzt natürlich nicht ran. Aber wir gucken mal von der anderen Seite in eine rein. So, hinten habe ich gesagt, wollen wir auch noch mal reinschauen. Also ihr habt da ein schmales Fach, wo ihr Stühle und so weiter. Allerdings muss ich sagen, Stühle, keine Klappstühle. Da müssen schon die Faltstühle oder so hin. Ja, Wassertank. Nochmal beschrieben, hier oben gibt es das Ventil zum Ablassen. Ja, von der anderen Seite kommen wir nicht ran, habe ich gesagt. Aber wir können uns den von hinten natürlich nochmal anschauen. Ist natürlich schon stylisch, ne? Schwarz und so ein bisschen ein paar LED-Lampen und so weiter. Zwei Kameras, also die ist zweigeteilt. Zwei Linsen. Und hinten das Fenster. Schick, schick. Und nicht viel breiter übrigens als das Fahrerhaus vorne. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Also es ist ein kleines bisschen größer, breiter, ja, aber nicht viel. Leica Cosmos L 105. Ein teilintegrierter, der irgendwie auch, der gerade mal 6 Meter hat. Also wirklich ein kurzer, ja. Ein ganz anderes Raumgefühl, was man hier bietet. Ist auf jeden Fall mal cool, ist mal was anderes. Ne? Definitiv also, was anderes. Ja. So wie er, also Basispreis wäre bei 81.000. So wie er hier jetzt steht mit ein paar Sonnenausstattungen, ist er schon bei 96.000 Euro. Also schon eine große Preissteigerung. Muss man sich überlegen, Teilintegrierter 96 ist eine Hausnummer. Aber wie gesagt, wir schauen ja nur rein, wir wollen nichts mehr dazu sagen. Ihr dürft aber noch viele Sachen fragen und sagen, und zwar in den Kommentaren, wenn ihr Lust dazu habt. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.